Ein ganz, ganz besonderes herzlich willkommen hier. Wir sind bei Fabian Lüttgemeier in Paderborn und wir sitzen hier, ein bisschen mit angehaltenem Atem gebe ich zu, dass das hier so alles funktioniert. Zwischen uns die Kaiserin, Sissi persönlich. Hallo erstmal, Fabi. Hallo zusammen. Also das ist nämlich, ich würde mal fast sagen, die zweite Kunst von Fabian Müller-Lüttgemeier. Sie kann nicht nur reiten, sie macht auch gern so ein bisschen, wie nenne ich ihn das jetzt, Freiheitsdressur, Spielerei mit den Pferden. Spielerei, ich würde sagen Spielerei. Wie lange hat das gedauert, bis Sissi kapiert hat? Das ging eigentlich sehr schnell, weil für Zucker machen wir relativ viel. Deswegen wird der auch gerade kiloweise ausgepackt. Damit das geht. Aber Sissi kann noch mehr. Aber Sissi hat auch hier einen Job echt auf dem Hof. Was auf jeden Fall. Ihr Hauptjob. Ihr Hauptjob ist, dass sie mit unseren Rentnern rausgeht und die im Prinzip ein bisschen bespaßt, dass die auch ein bisschen schön entspannt auf der Wiese stehen kann. Also sie frisst eigentlich den ganzen Tag und hält uns auf Trab. Hat auch eine gut genährte Figur. Ja, ich hoffe, das ist jetzt nicht persönlich zu dem. Ich glaube, das geht. Das nimmt sie nicht krumm. Aber man wird das gleich sehen, im Stehen, der Bauch ist doch nicht klein, sagen wir es mal so. Also auf jeden Fall, das hat sie schon mal sensationell gemacht. Ich gehe jetzt mal einen Hauch zur Seite. Fabi hat ihr nämlich noch was beigebracht. Jetzt gucken wir mal, ob das mit dem Bäuchlein heute funktioniert. Ja, was hat hier fein. Also aufstehen hat schon mal geklappt. Komm mal her, geh mal ein Stück zurück. Nochmal, komm. Super, klasse, spitze und krass, trotz dickem Bauch. So, das war unser kleiner Show-Intro. Den gibt es natürlich jetzt nur hier und nur mit Sissi. Wir laufen jetzt in den Stall und nehmen euch schon mal mit auf einen kleinen Rundgang hier durch den Stall Lüttgemeier in Paderborn. Super. Und Sissi kommt dann in die Box. Genau. Komm, auf geht's. Fabi, dann gehen wir mal rüber. Da wartet nämlich schon sehr gespannt der Fabregas, während wir zeigen, wo wir hier überhaupt sind. Vielleicht erzählst du einmal ganz kurz ein bisschen euer Stall. Wo liegt der? Wir sind hier im Prinzip am Rande von Paderborn und haben hier so ein schönes grünes Fleckchen, sage ich jetzt mal, damit wir auch genügend Weiden haben und so weiter. Und ja, also ich finde es wunderschön hier. Die Pferde fühlen sich auch wohl und es ist eigentlich echt ein Traum. Gerade eben waren wir sozusagen frontal auf euer Haus zugehend, jetzt links liegend das Haus. Genau, das oder? Haus links, rechts ist der Laufstall gewesen, wo die Jungpferde aufwachsen. Hier haben wir Wiesen und die Rennbahn und hier unseren großen Außenplatz. Und jetzt sitzen wir im Stall. Zack, zack, so schnell sind wir da. Und hinter uns, da begrüßen wir jemanden mit extrem großen Augen. Das ist der Star, die Nummer 1. Das ist Fabregas, der aber sehr schüchtern ist. Fabi, ist er das immer oder ist er das nur, wenn wir da sind? Naja, also es ist natürlich jetzt schon sehr spannend für ihn, weil das sind hier seine heiligen vier Wände. Und wenn jetzt hier irgendwie was Neues ist oder so, dann ist er doch erstmal so ein bisschen skeptisch. Und ich denke aber, dass die Neugierde wahrscheinlich gleich noch siegen wird und dann wird er wohl vorbeikommen. Also die Neugier alleine wird es nicht sein, denn wie immer, haben wir natürlich ein Eimerle zu verlosen, der handsigniert ist von Fabi. Und in diesem Eimer, Eimer sind ungefähr 3 Tonnen Karotten und Äpfel, damit wir vielleicht den schüchternen Fabregas doch noch so ein bisschen zu uns nach vorne kriegen. Ich hole mir gerade hier schon mal ein bisschen nach. Wo ich ihn gerade so schön hochhalte. Ja, genau, das ist, wollen wir das doch ausnutzen. Was ich ganz, ganz besonders schön finde, also Fabregas ist die... guck mal hier, wie schnell das geht. Natürlich. Das ist natürlich vom Feinsten. Ne? Bestechungsmaterial. Neben Fabregas, rechts und links für uns sichtbar, auf dem Bild nur so halb, da stehen 2 ganz, ganz besondere Pferde. Und das ist wirklich auch ein Markenzeichen hier von euch, Fabi. Beide sind 30. Ja. Und beide haben ihre absolute Geschichte hier. Sag uns kurz, wer steht hier rechts und links? Also hier auf der linken Seite von uns aus gesehen jetzt steht Welzi, mit dem habe ich meine erste A-Dressur und meine erste S-Dressur geritten. Das war damals ein Hochzeitsgeschenk von meinem Papa an meine Mutter. Und der sollte irgendwann, du willst jetzt auch Mörchen, gell? Der sollte irgendwann verkauft werden, und weil ich nicht so richtig mit ihm zurechtkam. Und dann habe ich
dann wurde er auch probiert und das hat mich so gefuchst, dass ich mich direkt dann nächsten Tag draufgesetzt habe und gesagt habe, ich muss das hinkriegen. Du hast beim Probereiten auch immer mal so an die Wand geklopft und irgendwie was nicht. Ganz so schlimm war es nicht, aber ich wollte halt unbedingt, dass er bleibt und habe mich dann, ich konnte den damals als Kind nicht sitzen, weil er so schwer zu sitzen war für mich und dann habe ich mich wirklich unfassbar angestrengt, dass ich das hingekriegt habe und ich habe es hingekriegt und er ist geblieben und jetzt ist er 30. 30, das ist ja schon wirklich ein stolzes Alter. Ja, und da sind wir auch richtig stolz drauf. Ja. Genau. Und Amando, nebenan, genau. Amando steht rechts neben Fabregas, auch ein großer Freund von ihm. Der ist auch jetzt schon 30 Jahre alt und den hat meine Mutter mal von meiner Tante gekauft und ist mit dem auch schon Weltcup-Finale etc. geritten. Und wir waren immer gleich alt und mit 17 habe ich mit ihm meinen ersten Grand Prix geritten damals. Und wer jetzt gut aufgepasst hat, weiß auch, wie alt Fabi ist. Ich bin noch keine 30. Ich werde noch 30. Es wird noch gerundet, ja. Genau. Okay. Es wird dieses Jahr gerundet, aber es ist auch in Ordnung. Aber man muss jetzt auch nicht ausgiebig drüber sprechen. Ich hätte es schneller abgehakt, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Nein, aber... Also der hat wirklich auch einen ganz besonderen Stellenwert einfach bei uns in der Familie, weil meine Mutter ihn geritten hat, ich habe ihn geritten. Ich habe viel, unheimlich viel von ihm gelernt, weil er so eines der Pferde war, die mich auch sehr geprägt haben. Einfach was so auch Prüfungsreiten und sowas anbelangt. Danke, jetzt sind wir auch total schüchtern noch. Ne? Ja, und deswegen... ist das so ein bisschen auch unser Hobby. Wir haben ja viele Oldies noch hier stehen. Ich wollte gerade sagen, das sind ja nicht die einzigen beiden. Wie viele Rentner habt ihr hier? Ja, so 10 sind es bestimmt. Ordentlich. Ja, also sind auch mittlerweile nicht nur noch Dressurpferde, auch ein paar ältere Springherren dabei, Springer von meinem Papa. Aber hauptsächlich die Dressurpferde. Bouton steht natürlich auch noch hier, mit dem habe ich... Junioren-Europameisterschaften geritten und so weiter. Sind denn diese beiden die beiden Ältesten oder gibt es Ü30-Jährige? Also 30 ist im Moment top. Okay. Ja. Ich meine, das ist ja echt auch, die werden ja auch betüddelt, die werden ja auch auf die Koppel gebracht. Auf jeden Die werden Fall. Nicht mehr geritten, aber auch mal spazieren geführt. Genau. Das ist ja auch recht richtig Arbeit. Definitiv. Also die kommen mindestens zweimal am Tag raus, werden ein bisschen an die Longe gehangen, gehen dann aufs Paddock, gehen nochmal spazieren. Halt so ein Tüddel-Wohlfühlprogramm und das klappt, glaube ich, ganz gut. Also, wenn irgendjemand zu Hause ein Pferd hat, 25, sagen wir mal, und weiß nicht, wohin, dann möchte ich jetzt so einen Geheimtipp sozusagen. Genau. Machen wir, sag mal. Ne? Jetzt habe ich mir was überlegt, einen kleinen Einstieg, mal so ein bisschen durch dein Leben galoppiert, hätte ich fast gesagt. Ich würde mir mal erlauben, ein paar Jahreszahlen ins Spiel zu bringen und würde spontan hoffen, dass dir das Richtige dazu einfällt, was ich mir so vorstelle. Fangen wir doch mal, um dich total zu verwirren, mit dem Athen-Olympia-Jahr 2004 an. Da... habe ich, genau, mit Welzi haben wir eben schon drüber gesprochen, mit 14 meine erste S-Dressur geritten. Das stimmt. Und das war mit Ansage, ne? Mit Ansage, genau. Also Anfang des Jahres war ich noch auf A-Niveau. Zu Hause habe ich natürlich schon mehr üben dürfen und reiten dürfen, auch mal bei Mamas Pferden, aber auf dem Turnier halt nicht. Und und dann hat sie mir erzählt, dass sie mit 14 ihre erste S-Dressur geritten hat. Und das war der Satz. Ja, dann war das Kind in den Brunnen gefallen sozusagen, dann ging es los, da hat mich der Ehrgeiz gepackt. Vorher habe ich ja eigentlich gar nicht so mal eine Jugendreiterprüfung, ein bisschen E und A springen, Dressur auch ein bisschen, also mehr nur so rumgespielt, aber ab dann ging es eigentlich so, dass mich da der Ehrgeiz so ein bisschen mehr gepackt hat und ab da ging es rund. Also in einem Jahr von A auf S, das ist auch nicht unbedingt alltäglich, aber ihr habt es offensichtlich zusammen geschafft. Ja. Das ist schon mal ganz spannend. 2007, das ist natürlich, glaube ich, klar. 2007, da war ich mit Bouton auf der Europameisterschaft der Junioren. Das war deine erste? Das war meine erste, genau. Das war so im Prinzip das Durchstarten auf internationalem Parkett, sage ich jetzt einfach mal so. Und das ist mir natürlich auch immer noch in ganz besonderer Erinnerung geblieben. Weißt du das noch? Wie nervös warst du? Oder was war so das Hauptanliegen? Heil durchkommen, nicht runterfallen, Zöpfe einflechten? Das sind ja tausend Dinge, die einem da... Ja, ich war ja schon immer relativ fokussiert. Und es ging mir einfach darum, für die Mannschaft einfach ein Top-Ergebnis irgendwie zu liefern. Und das haben wir damals auch echt gut hingekriegt. Und ja... Ist ja nicht nur bei einem Mannschaftsgold geblieben, sondern hast ja auch noch mal gleich zwei Silbermedaillen mitgebracht. Genau. Zwei Silberstücke. Zwei Silbermedaillen, ja, in der Einzelwertung. Ein Jahr später, 2008, da war Hongkong.
Die Olympischen Spiele, was war noch? Was war noch? Ich habe einen ganz besonderen Partner in meinem Leben kennengelernt, und zwar den D'Agostino. Damals vom Stuttgarter Reitturnier aus haben wir ihn ausprobiert, und da habe ich direkt gewusst, ja, das ist er, das muss er sein. Und ja, der hat mein Leben verändert, definitiv. Wir kommen nachher natürlich nochmal auf ihn, aber nochmal schnell, weil du sagtest, das war so für mich sofort klar. Für deine Mutter war es nicht ganz sofort klar, glaube ich. Nee, nicht immer, weil er war Hengst. Und sie wollte nicht so gerne ihre, ja, also ich meine, klar, ich war, wie alt war ich da? 18, 19, irgendwie sowas. Auf jeden Fall natürlich irgendwo Pferde erfahren, aber ein Hengst bei einem jungen Mädchen ist ja vielleicht immer auch nicht ganz so einfach. Und gut, auch bei einem erfahrenen, also ich meine, die können ja schon mal ihren eigenen Kopf haben. Definitiv. Aber was eigentlich ausschlaggebend war, dass wo er hier damals ankam, ist er mit seinem damaligen Besitzer zur Probe vorbeigekommen. Das war total nett. Und der ist einmal dann unsere ganze komplette Steigasse runtergaloppiert mit dem Besitzer dranhängt. Und da hat meine Mutter dann nur gesagt... wurde doch ein bisschen skeptisch. Ja, wurde dann doch so ein bisschen skeptisch. Und dann haben wir ihn damals direkt gelegt. Und das war, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und ja. Es hat gar nicht lange gedauert. Es ging ja definitiv schneller als erwartet. Ich glaube, es waren ungefähr 8 Monate dazwischen. Und dann sind wir beim Jahr 2009 und dem Totalerlebnis. Das war wirklich das absolute Totalerlebnis. Vor allem, weil ich auch noch ganz genau weiß, dass ich beim Preis der Besten gefühlt noch mit Tränen vor der Box saß, weil ich es überhaupt nicht hingekriegt habe, ihn wirklich heile und gut durch die Prüfung zu kriegen. Da waren wir wirklich, was passierte? Fehler oder was? Abstimmung passte nicht, ich kriegte die Anlehnung nicht stabil und irgendwie, es wollte irgendwie nicht so richtig. Hm. Und dann, gut, war das schon mal in den Deich gegangen, war super, richtig klasse. Und dann, gut, zweite Eurosichtung, hatte ich Glück, durfte ich trotzdem reiten. Und weil ich es, glaube ich, trotzdem ins Finale geschafft hatte und die Finalteilnehmer durften dann irgendwie weiterreiten. Und dann war aber der Plan, weil meine Mutter musste zur deutschen Meisterschaft nach Balve, dass ich mitfahre mit ihm und da nochmal einfach eine Prüfung reite, nur für mich, damit ich einfach ein bisschen da reinkomme, Prüfungserfahrung mit ihm sammle. Und das war damals Nürnberger Buchpokal, aber das war mir überhaupt nicht bewusst und auch war jetzt gar nicht so mit irgendwelchen Hintergedanken. Ja, und auf dem Abreiteplatz weiß ich noch, dass ich zu Mama gesagt habe, nee, was ist so eine Kacke heute, ich reite hier nicht rein. Ungefähr mit dem Wortlaut wahrscheinlich, ja? Ja. Und dann hat sie gesagt, komm, wird schon, ihr macht das schon, mach einfach, reit für dich, ist doch egal. Ja, und dann haben wir gewonnen. Und schwupps, waren wir im Finale. Zack, waren wir im Finale. Und das war natürlich dann auch nochmal eine gute Werbung für uns, für die Quali, für die Euro, die wir dann auch noch geschafft haben. Da waren wir zweimal Zweiter dann damals. Und ja, und dann ging es zur Euro nach Ermelow. Und da haben wir dann mit der Mannschaft Silber gewonnen, im Einzel Silber. Und dann habe ich gedacht, das kann eigentlich gar nicht mehr besser werden. Und dann haben wir in der Kür Gold gewonnen. Und das war für Dagi und mich damals ja der absolute Wahnsinn. Also... Das war jetzt korrekt, natürlich, es war im selben Jahr, dass du Burgpokalfinale geritten bist. Genau. Ich meine, das ist ja dann schon auch nochmal eine andere Liga. Da sind ja haufenweise Profis, die seit Jahrzehnten Top-Pferde ausbilden und reiten. Auf jeden Fall. Da bist du Zweite geworden. Jetzt muss ich. Genau. Ja. Wie hieß er? Blind Date? Ja, das war Blind Date. Ja, Blind Date. Hausfrau gegen die Studentin. Genau. Was war mir jetzt mehr wert? Ist eine doofe Frage vielleicht, aber ist ja ein ganz anderes Parkett, Burgpokalfinale und Euro-Junge Reiter. Also ich glaube, emotional war natürlich die Euro für uns schon ein absolutes Highlight, weil einfach für Deutschland da zu stehen und eine Medaille zu bekommen, auch in dem Moment, nachdem es ja auch bei der Quali erst gar nicht so lief, so ein bisschen dann, ja, einfach auch ein Gefühl, ja, ein Wechselbad der Gefühle von wirklich dann total traurig auf mega, mega happy, war das definitiv, würde ich sagen, schon was einfach was ganz Besonderes. Aber natürlich, ja, die Stimmung damals in der Frankfurter Halle, ich hab damals auch noch die Kür reiten dürfen, wo meine Mutter mich heute noch mit hochnimmt.
weil ich sollte vorher, ja, du musst mit der Stimmung und du musst auch mal winken. Ne? Und ich meinte, ich müsste winken und dann war das Pferd natürlich weg. Und ich glaube, sonst wäre das vielleicht auch noch anders ausgegangen, aber der hat das super gemacht und das hat total viel Spaß gemacht. Und es war für mich natürlich auch so ein bisschen das erste Mal die Chance, auch im Seniorenlager so ein bisschen zu sagen, mich hallo, gibt's. Mich gibt's. Ja. Ne? Und deswegen war das schon auch was ganz, ganz Besonderes. Ein Jahr später habt ihr dann die Sache komplett gemacht. Komplett gemacht. Dreimal Gold in Kronberg auf dem Schafhof. Vor heimischem Publikum. Das war schon irre. Und es war damals auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Sanneke Rotenberger. Mhm, und das war schon irgendwie toll. Und auch, es war mein letztes junge Reiterjahr. Und ich muss sagen, das war, ist nach wie vor immer noch für mich eine ganz, ganz besondere Zeit gewesen. Weil wir einfach... Ja, du kommst schon noch dran. Genau, kann ich nicht vergessen. Ja, eine ganz besondere Zeit gewesen einfach. Ich habe auch so viele Freunde aus der Zeit einfach, die bis heute auch noch, die wir uns da so kennengelernt haben. Mhm. Wir fahren zusammen in Urlaub und so weiter. Und das ist ja einfach was ganz, ganz Besonderes gewesen. Und es war einfach eine mega coole Zeit. Dann war aber Schluss mit den jungen Reitern. Dann wurde das ernst. Die U25-Tour gab es zu der Zeit, in der Form wie jetzt auf jeden Fall noch nicht. Euro und sowas gab es nicht. Es gab den Pierre-Förderpreis. Den habe ich auch mitgeritten, auch schon zur jungen Reiterzeit. Warst du nicht mit Bouton sogar mal da? Nee, mit Amando. Mit Amando, okay. Und mit Quincy. Ach, natürlich. Quincy, genau. Ja. Wir überspringen mal 2011, landen bei 2012 und das war schon wieder extrem spannend. Ich definitiv. Meine, um ein Haar wäre es passiert. Um ein Haar wäre es passiert, ja. Ich war auf jeden Fall schon mal als Reserve bei der Olympiade dabei, was für mich damals auch schon irre war. Und mega schnell ja eigentlich auch. Total, ja. Total schnell. Und war ja im Prinzip nur ein Jahr und dann zack war es soweit sozusagen. Und ich weiß es noch, wo wir da im Prinzip vor den Toren standen und Wetcheck war und so weiter, ob jetzt alles gut, fährst du nach Hause, fährst du nicht nach Hause und so weiter. Aber es war für mich... Ist man da ein bisschen, ich meine, hört uns ja kaum einer zu oder so, ganz unter uns, ist man schon ein bisschen zwiegespalten? Nein. Man wird ja saugern reiten. Ja, also natürlich ist man irgendwie ein bisschen zwiegespalten, aber das wünscht man keinem. Nee, natürlich nicht. Ne? Nein. Das ich ist meine, klar. Am Ende hat es ja schon einen guten Grund. Die anderen waren viel routinierter, hatten viel mehr Vorleistungen als ich. Und für mich als, ich war noch nicht mal 25, ich war noch U25, da so weit gekommen zu sein mit meinem jungen Reiterpferd. Das war sowieso einfach erstmal irre. Und natürlich, wenn man das dann sieht, klar willst du dabei sein. Aber wäre ja auch, vielleicht darf der Ersatzreiter irgendwann auch mal reiten oder so. Das wäre ja vielleicht mal. Leider geht die Tendenz in die andere Richtung weiß, im Moment. Aber trotzdem. Ne, also so eher von der Tendenz her, als dass man jetzt sagt, nee, ich hoffe, dass einer ausfällt. Damit ich nee, das ist klar. Okay, das 2013, 2014. Ja, da war es soweit. Da war es soweit. Da habe ich es dann, ich war tatsächlich auch erst Reserve und habe es dann geschafft, dass ich mit durfte in der Mannschaft. Vielleicht dort hier 2013 die Euro und 2014 genau, dann die Weltreiterspiele in K. Genau, beides mal Reserve, beides mal mitgefahren und beides mal unheimliche Erlebnisse, tolle Stadien, waren riesengroß und gerade auch in 2013 bei der EM war es für mich besonders toll, dass ich es bis ins Finale geschafft habe, in die Kür. Und also das war was ganz, ganz Besonderes. Auch das Team war toll, wir haben uns super verstanden, wir hatten super viel Spaß. War dann ja das gleiche Team danach auch nochmal in Caen. Ja. Und das sind Momente, die werde ich nie vergessen und die habe ich Dagi zu verdanken. Und ich werde auch nie vergessen, wo Klaus Röser in den Stall kommt und sagt, du bist morgen erstes Pferd. Und Isabel nur meinte, Joker. Und das musst du jetzt irgendwie rechtfertigen. Und, aber ich glaube, dafür deine Nervenstärke im Viereck, seit ich dich kenne, bist du dafür bekannt. Also das ist schon immer sowas gewesen, dass man sagte, Fabi, die ist prüfungsstark. Also ich kann mich normalerweise ganz gut konzentrieren, solange es nicht irgendwie Führerscheinprüfungen oder sonst irgendwas sind. Wenn ich reiten kann, dann ist alles gut. Aber Führerschein, das war spannend. Ne? Das, ja, das habe ich schon mal gehört. Ja. Hat aber geklappt. Hat geklappt. Ich darf auch LKW fahren. Nein.
Das war jetzt ein bisschen heute Abend hier, können wir das kürzen? Nee, ich dachte heute Abend keine unangenehmen Fragen, aber direkt Böms. Ist mir echt rausgerutscht. Ja, ja. Nee, klar. Wir gehen auch direkt weiter. 2015 war schlimm. Auch wieder super besonders. Definitiv. Ich bin das erste Mal mit dem Pferd geflogen, mit Quincy, nach Las Vegas. Das war auch echt der absolute Hammer, erstmal dahin zu kommen, mitten in der Wüste. Ist auf einmal, ja, Halligalli. Sind Dinge, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ja. Du hast dir schon die Zeit genommen, da auch so ein bisschen Las Vegas anzugucken oder Fall. Zack, doch. Fokussiert? Auf jeden Fall, ja, okay. Auf jeden Fall. Ich bin ja auch vorgeflogen quasi und habe dann Quincy damals dort in Empfang genommen, habe mit ihm die Quarantäne auch mitgemacht und so. Mhm. Also ich war relativ lange dort und habe dann natürlich auch die Zeit gehabt, da mal ein bisschen rumzugucken. Und ich denke, wenn man schon mal da ist, dann muss man sich das auch mal angucken. Unbedingt. Würdest du denn sagen, würde ich gerne nochmal hinfliegen oder ist eher so, habe ich gesehen, reicht? Kriege ich Rückenmassage? Danke. Ich würde es, glaube ich, schon nochmal machen. Das war schon ganz cool. Ja, und die Stimmung in der Halle war auch irre. Also ich meinte jetzt Las Vegas, nicht Weltcup-Finale, sondern nur den Ort. Ja, den Ort jetzt so zum Urlaub machen oder so, weiß ich nicht. Wenn ich nochmal reiten würde, würde ich es machen. Davon bin ich eigentlich jetzt ehrlich gesagt ausgegangen. Jetzt sind wir schon einmal ziemlich quer durchgaloppiert. Jetzt kommt 2018. Da gibt es zwei Sachen. Was soll ich denn da jetzt zuerst nennen? Das war, genau darauf war ich so gespannt. Ja, was kommt zuerst? Ja, wir machen es chronologisch. Okay, bist du gut raus aus der Nummer. Ja, gut, ne? Ja, da habe ich meinen lieben Ingo geheiratet im Mai. Das ist jetzt bald ein Jahr her. Das erste Ehejahr haben wir schon fast geschafft. Yippie. Ja, komm, also das noch nicht auf Stolz sein. Marin, lass uns noch mal in 20 Jahren drüber reden. Machen wir. Ich hoffe, das schaffen wir auch. Ich denke schon. Nee, und das war wirklich, also wir haben Wochenende lang gefeiert sozusagen, mit standesamtlich und kirchlich und so, und das war echt rundum ganz toll. Viele Freunde da gehabt, die mit uns gefeiert haben, kräftig gefeiert haben natürlich, so wie es sein soll, und das war schon toll. Bevor du zum zweiten Ereignis kommst, ihr habt kräftig gefeiert, aber Flitterwochen, die gab es jetzt gerade erst. Und du warst so nett, wir dürfen ein bisschen mitflittern, hätte ich jetzt fast gesagt. Wir haben nämlich ein paar Bilder dabei. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wo wart ihr, was habt ihr gemacht? Vielleicht können wir die Bilder dazu zeigen. Ja, also ich meine, das sieht jetzt aus, könnte auch im Schwimmbad in der Kurve sein. Ja, genau. Nein, wir waren auf den Malediven, weil direkt nach der Hochzeit hat das leider nicht im Turnierkalender gepasst. Aber ich habe Ingo eigentlich direkt gesagt, ich meine, er wusste ja, worauf er sich einlässt. Also da hätte er jetzt auch mit rechnen können. Und dann waren wir auf den Malediven, waren ganz viel tauchen und schnorcheln und haben unheimlich viel gesehen, von Schildkröten bis Fischen. Ja, aber hier sieht man, dies ist klein. Das ist ein kleiner Hai. Und das war aber kein, das heißt ein klein. Wie klein ist klein? Ja, so groß wie mein, so lang wie mein Arm. Ah, also nicht so, wo man Angst haben müsste. Nein, jetzt keine 2 Meter. Ne? Aber okay. schon groß genug, sagen wir mal so. Aber ich fand das eigentlich ehrlich gesagt total spannend. Wir haben auch Rochen und alles Mögliche gesehen. Haben uns dann auch noch eine einheimische Insel und so angeguckt. Und das sieht natürlich schon... Sieht schon nicht schlecht aus. Ne? Also das Wasser war der absolute Hammer, muss man schon sagen. Also das habt ihr euch gegönnt. Wie lange wart ihr? Wir waren eine Woche. Eine Woche ohne Pferde, ging das oder war es am Ende eng? Es war nicht eng, wir haben es sehr genossen, aber damit ich auch die Pferde bei mir habe, habe ich das Buch von Isabel gelesen, damit ich auch... Also so ganz ohne Pferd, das geht dann doch nicht. Nee. Aber Ingo macht das mit totaler Gelassenheit, so wie ich ihn kenne, oder? Ja, er hat dann jetzt seinen Mittagsschlaf gemacht. Du, ist eine vernünftige Alternative, ja, verstehe ich total. Ja. Nein, also das geht schon ganz gut und... ich habe natürlich schon immer zu Hause gefragt, was ist mit den Pferden, kommt ihr alle gut klar und so weiter. Das ist, wer kann hat ich das, dann schon nicht lassen. Also natürlich, klar, deine Mutter reitet ja noch fleißig mit. Auf jeden und Fall, die hat dann ziemlich viel auf dem Zettel. Die holt sich jetzt noch oder geht? Nee, so ist es jetzt nicht. Aber also sie hat dann schon ein paar mehr auf dem Zettel, auf jeden Fall. So zwischen so 6, 7 Pferde muss sie dann schon rausnehmen und dann ansonsten haben wir noch ein ganz tolles Team hier, Gott sei Dank, die mir da den Rücken dann frei halten. Das ist unsere Manuela, die den einen oder anderen nochmal an die Longe hängt, oder Mara, die dann noch ein bisschen mitreitet, hier ihre Ausbildung macht. Das geht schon ganz gut. Die kriegen das dann schon hin. Und dann kommst du wieder nach 8 Tagen und sagst, so, jetzt will ich meine Pferde selber wieder reiten? Ja, oh, schwierig.
Ne? Oder? Kann ja. ich mir vorstellen. Das ist schwierig. Also Fabregas wollte Mama erstmal überhaupt nicht mehr. Nee, also wer jetzt hier eine Woche Urlaub gemacht hat, nee. Also Fabregas, nee. Ja, das kann ich nachvollziehen. Nee, den wollte sie erstmal nicht wieder abgeben. Und ja, Mara wollte De La Vega auch nicht so gerne hergeben, wie ich das gehört habe. Und ja, aber ich habe sie doch mittlerweile alle wieder bei mir. Gut, aber die Woche, also das würde ich nicht zu oft machen. Nee, ich glaube, sonst wird es wahrscheinlich langsam kriege ich dann Probleme, ja. ob ich dann ne, die dann auch wirklich wiederkriege. Es gab noch ein zweites Ereignis, haben wir gerade eben schon gesagt. Ich würde einfach mal sagen, wir heben es auf. Das ist kommt gut. später, okay? Ja, dann kann ich mir den Kloß im Hals auch noch ein bisschen... Genau, den einfach wegschlucken. Der ist weg. Ich hätte jetzt noch eine Jahreszahl hier, 1989. Ja, dann bin ich geboren. Darauf wollte ich hinaus. Bevor wir jetzt hier im Galopp alles hinter uns haben, sozusagen. Ja. Da bist du geboren, da ging das los. Und im Grunde war ja, ich weiß nicht genau, ob deine Wiege direkt auf irgendeinem Turnierplatz stand oder du bist ja mehr oder weniger im Stall auch nicht zur Welt. Ich glaube, ich habe deutsche Meisterschaften schon im Bauch geritten. Okay, das ist, deine Mutter ist ja auch fast bis zum Ende geritten, ne? Wenn ich ja, das richtig ich glaube, weiß. Ich glaube 4-5 Tage davor oder so hat sie aufgehört. 4-5 Tage davor, okay, ja. Also du hattest gar keine Chance, ich reiten konnte gar war nicht klar. Ja, genau. Nur dann fühle ich mich wohl, wenn ich dieses Gefühl habe. Dann ist schon so, ne? Ja, ja, definitiv. Kann ich aber quasi gar nichts für. Nee, eben. Nee. Aber du bist ja auch familiär insgesamt natürlich extrem vorbelastet in Tüdelchen. Jetzt natürlich nicht negativ gemeint. Du hast eine Tante, die Doppelweltmeisterin geworden ist. Du hast selbstverständlich deine Mutter, die wir schon mehrfach erwähnt haben, die hoch erfolgreich geritten ist. Du hast aber auch schon einen sehr spannenden Opa, Kurt Kapellmann nämlich. Erzähl uns doch mal so ein bisschen was zu dieser Familienhistorie und Pferd. Familienhistorie und Pferd. Ja, Pferde gab es da eigentlich immer schon. Und mein Opa ist auch ja, sehr hoch, also ist bis Grand Prix auch geritten, sehr erfolgreich. Ist, hat, was vielleicht noch hervorzuheben ist, das Aachener Turnier im Prinzip mit inszeniert, sage ich jetzt mal, und das mit zu dem gemacht, was es eigentlich er heute ist. Er war ja ist. Sehr lange auch Vorsitzender. Vorsitzender, ne? Genau. Und meine Oma ist aber auch geritten. Mein Papa reitet auch, aber springen. Meine Oma ist auch meiner Meinung nach, also beides geritten, Dressur und Springen. Und ja, also von daher ist es ging quasi gar nicht anders. Gab es denn eine Entscheidung? Gab es irgendwie? Ja? Also irgendwann mal gab es schon den Moment, in dem du dich gefragt Springen hast? Springen oder Dressur. Ach, die Entscheidung gab es. Ach so, ich dachte jetzt überhaupt Reiten oder... Nee, die gab es nicht. Oder Radfahren oder... Nee, die gab es nicht. Nie die in Frage gestellt. Nie. Mm-mm. Okay, interessant. Warum Springen oder Dressur? Ich meine, wofür du dich entschieden hast, das wissen wir. Nee, also ich habe lange auch gesprungen und einfach, weil mein Papa ja auch, Schätzelein, viele Springpferde hat und ich immer... Es sind noch 2 Kilo da, ungefähr. Dann muss ich mal nachholen. Ja, ja habe ich einfach auch viel Springen geritten. Und du hast immer noch ein Springpferd, wenn definitiv. Ich das mein Rentner, da sind wir wieder bei den Rentnern. Den habe ich immer noch, den Legri, meinen Schimmelhengst. Der geht im Übrigen auch spanischen Schritt, da werden wir wieder bei dem Spielchen beibringen. Sollen wir nochmal? Nee. Obwohl Sissi wird wohl nochmal. Ja, das denke ich wohl. Ja, ne? Mit Zucker, einem Kilo ja, Zucker wäre sie sofort wieder dabei. Nee, also den habe ich immer noch und ich bin lange auch gesprungen, musste mich dann aber so ein bisschen Richtung, wo es so Richtung Abitur ging, da wurde es ein bisschen stressig in der Schule und dann musste ich mich irgendwie zeittechnisch entscheiden und hatte dann einfach die besseren Lehrmeister in der Dressur und das lag mir auch einfach besser und deswegen ist die Dressur geworden. Aber Spaß gemacht hat mir auch immer schon bei, also beides. Ich meine, ist das denn, ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass du nicht mal wieder, oder? Ja, aber nicht so. Nicht richtig. Wirklich. Nee, gut. Das also schon gerne zu Hause mal immer noch über einen Sprung, das macht mir total Spaß. Machst du das denn auch zum Beispiel hier mit so ein? Also mal so ein bisschen Stangenarbeit auf jeden Fall. Er schnaubt, so wie er das jetzt dann halt auch macht, aber er findet das total lustig und mit meinen Jungen springe ich auch gerne mal über ein Kreuz, sehr zur Freude meiner Mutter. Mein Papa findet das immer spitze. meine Mutter, das war jetzt ironisch gemacht. Ja, das hätte man, glaube ich, eventuell raushören können. Ja. Ansonsten habt ihr ja hier auch eine Rennbahn. Ja, wird genau. die auch mal zum Rennen genutzt oder eher für beides, um die lockere also Passage zu entwickeln, hätte ich jetzt fast gesagt. Das geht dann manchmal richtig gut. Kommt quasi aufs Temperament an. Nee, also die wird zum Schrittreiten, Chillen
genauso genutzt wie auch mal zum Galoppieren lassen, weil das natürlich total Spaß macht und die Pferde finden das natürlich auch klasse. Und gerade auch irgendwie, wenn man irgendwie wechselreiten möchte oder so, das ist das auch mal total gut, weil wir haben so eine schöne lange Gerade und da kann man so richtig gut wechselreiten. Also da passen schon mal so 105 Einer hintereinander. Ja, so viele habe ich da jetzt noch nicht drauf geritten, aber ein paar passen da schon hin. Lass uns doch noch mal einmal, bevor wir bei den Einerwechseln ankommen, noch einmal ganz kurz zum Anfang zurückgehen. Denn du hast, glaube ich, dein erstes Shetty Pony geschenkt bekommen von deiner Tante Nadine. Richtig, das war Caro. Das war aber sportlich. Der war sportlich. Mit dem habe ich meine erste Vierzügelklasse geritten. Mhm. Da war ich, glaube ich, zweieinhalb, drei. Zweieinhalb? Mhm. Ich dachte immer, man muss vier sein. Aber vielleicht war das früher noch nicht. Das war wahrscheinlich zu meiner Zeit noch nicht so, merkt man wieder. Ne? Da sind wir wieder bei dem Alter. Habe ich damals mit dem noch geritten, aber der hat mich immer wieder in den Sand gesetzt. Ey, mit zwei oder drei, da hat man noch den Kaffee nach dem ersten Mal in den Sand fliegen wahrscheinlich schon aus. Scheinbar nicht. Ich bin ja immer wieder aufgestanden. Ja, scheinbar war ich da schon immer ein bisschen stur. Und wer hat dich in der Vierzügelklasse geführt? Mama. Okay. Mama hat mich geführt und dann ist der irgendwann, haben meine Eltern gesagt, wenn das Kind vielleicht noch ein bisschen Spaß am Pferd haben soll, ist das vielleicht nicht der richtige Partner. Und dann ist es irgendwann, hat der unseren Stall verlassen und Winnie ist zu uns gekommen, war ein Fuchs und ein bisschen größer auch als Caro. Caro war ein Shetland-Pony. Und ja, mit dem habe ich von Winnetou-Spielen über Springen, Dressur fand er total blöd, alles gemacht. Und er ist auch bei uns hier alt geworden. Und ja, genau. Dressur fand er total blöd. Mhm. Aber wann hast du denn angefangen, dich überhaupt intensiv, sag ich mal, mit der Dressur auseinanderzusetzen? Wer war der Erste? Ich habe immer ein bisschen bei Mama mal mitgeritten und habe damals, ich würde mal behaupten, der Erste war, glaube ich, Zypris. Den hat sie auch damals Weltcup und so geritten. Mhm. Und den durfte ich auch ein bisschen reiten und durfte den dann auch mal eine Jugendreiterprüfung reiten. Und der war so ein bisschen, glaube ich, derjenige, der mir die Dressur schmackhaft gemacht hat. Was ich auch noch weiß, war, dass das total cool war, weil egal, wenn ich welches Bein ich nach hinten gelegt habe, er hat immer einen Wechsel gemacht. Das war ich total toll. Falsches Bein nach hinten gelegt hat, hat er einfach zwei Einerwechsel gemacht und so, ja, der war einfach klasse. Okay, also wenn man so einen hat, der einmal fühlen lässt, was so passieren könnte, das hilft schon. Und dann einfach mal so ein bisschen im Schritt so ein bisschen. Und dann hat er auch mal so ein bisschen einpiafiert und so. Und das fand ich natürlich dann total irre. Ja. Ne? So, ich glaube, bevor er hier ganz sauer ist, dass er gar nicht so richtig zur Sprache kommt, legen wir jetzt mal die Sprache auf ihn. Das ist Fabregas. Fabregas, von dir haben wir auch einen Film, damit du zufrieden bist. Genau. Aber erst kommt, ist er schüchtern und kommt nicht aus seiner Ecke raus. Ja, und jetzt? Angefüttert und zack. Aber das können wir vielleicht uns mal angucken, das Filmchen von Fabregas. Mit ihm hast du ja nun wirklich schon super, super Erlebnisse gehabt. Was würdest du denn sagen, vielleicht jetzt auch per Film zu erläutern, was ist das, was ihn ausmacht? Also ich denke mal, wenn man jetzt schon sieht, wie der da so lostrabt, er hat einfach unheimlich viel Go und ist eine unheimliche Erscheinung im Viereck und präsentiert sich da sehr schön, wenn er sich da, also er ist schon mal ein bisschen introvertiert, aber wenn er dann im Viereck angekommen ist, dann zeigt er auch, was er kann. Und ist eigentlich wie hier, ne? Er ist introvertiert und jetzt kommt er so aus sich heraus. Hat ganz, einen wahnsinnig tollen Trab. Jetzt sieht man hier einen riesen Galopp und kann sich aber auch super setzen. Den habe ich seit er fünf ist im Stall. Und übrigens, vielleicht darf ich das bemerken, auch er war mal Hengst. Ja, er war mal Hengst. Aber das er hält hier nicht lang. Er war Hengst, sogar bis siebenjährig. Und dann stand er aber leider nur noch auf zwei Beinen, gell, Schatzi? In Balve. Und siebenjährig ist er dann quasi von da aus direkt in die Klinik gefahren und ist Wallach geworden. Und ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung, weil er sich jetzt einfach viel besser auf mich konzentrieren kann und nicht mehr den ganzen Mädels nachspielt. Er sieht ja auch, muss ich sagen, wirklich mit sich und der Welt im Reinen. Ich denke auch. Ja. Und hier sieht man jetzt gerade auf dem Video auch nochmal eins seiner Highlights. Er hat wirklich eine ganz, ganz tolle Passage. Das macht ihm auch unheimlich viel Spaß. Kommt auch schön zurück. Für die Piaffe, das ist auf jeden Fall eines seiner Lieblingslektionen, wo er sich auch wirklich toll präsentieren kann und spitzt da die Ohren.
Das war natürlich eine richtig, weißt du noch, wo das war? Ja, in Dortmund 2017. Genau. 18? Ich habe das Jahr vergessen. Nee, 18 war es, glaube ich, nicht. Nee, es war, glaube ich, 17. 17. Und 17. Es war 18? 17? Ist 18? Auch egal. Okay, sorry. Oh. Das war eine tolle Runde. Auf jeden aber Fall. Du hast mit ihm ja auch eine Ehrung bekommen. Ich glaube, davon haben wir auch noch ein Stück drin. Eine Ehrung in Stuttgart. Ja, den Otto-Loerke-Preis. Das ist ja schon eine Riesensache gewesen. Ich glaube, ja, war es dein erster Otto-Loerke-Preisträger? Ja. Und auch der erste von meiner Mutter. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist ja eine Teamnummer. Da steht ihr, Otto-Loerke-Preis. Viele wissen das vielleicht nicht so einzuordnen. Was hat das für dich bedeutet? Ja, das war wie so ein Ritterschlag, würde ich fast sagen. Mhm. Ne? Ja. Weil das haben so viele tolle Dressurpferde, die eigentlich danach meistens irgendwie es mal ins Team geschafft haben oder wirklich wahnsinnige Einzelerfolge auch gesammelt haben. Und damit so eine Auszeichnung mit einem jungen Pferd, was man seit 5-jährig im Stall hat, das war eine absolute Ehre und ist natürlich auch eine Belohnung für die Arbeit, die man so immer mit zu Hause mit den Pferden, wie man die ausbildet und so weiter. Das gibt einem unheimlich tolles Feedback und das war was ganz, ganz Besonderes für meine Mutter natürlich auch, weil sie uns natürlich die ganze Zeit auf dem Weg begleitet hat, aber auch für uns beiden natürlich, das war schon irre, da auch in der Liste zu stehen mit den ganzen Namen. Das ist schon ziemlich cool. Wir sind bei, du sagtest gerade so schön, Ausbildung junge Pferde. Du hast ja hier natürlich noch viel mehr Pferde stehen. Wir haben jetzt einfach mal ein paar rausgepickt. Ja. Da ist zum Beispiel einer, der heißt Fetz Domino. Und der ist auf einem super Weg. Den haben wir auch uns ein kurzes Video mal rausgeschnitten. Fetz, erzähl uns was. Seit wann hast du ihn? Was macht ihn besonders? Seit 3-jährig, der ist jetzt 12, also auch schon sehr, sehr lange. Mhm. Und der hat etwas immer gebraucht in seiner Ausbildung, einfach weil er so ein bisschen, wie sagt man so schön, manchmal ein bisschen die Luft angehalten hat. Aber er hat unheimlich viel Potenzial und hat das jetzt auch schon ein paar Mal gezeigt. Hat, glaube ich, letztes Jahr 4 oder 5 Grand Prix gewonnen und wird wirklich in den Grand Prix-Lektionen immer sicherer, ist aber da natürlich noch nicht am Ende. Kam schön in der Piaffe eben und dann fehlt, glaube ich, noch so ein Hauch Kraft. Kraft, genau. Und einfach Sicherheit auch da, was er dann genau machen muss. Und ich glaube, jetzt auch zu dem Video sind wir jetzt schon wieder ein Stück weitergekommen. Das ist schon ein Stück her, genau. Und das ist natürlich dann auch hier wieder was einfach schön, dass man irgendwie so ein Pferd von ganz jung an hat und bringt es zum Grand Prix. Mhm. Da sind so viele Highlights auf dem Weg, vom ersten Wechsel, vom ersten Mal ein bisschen anpiaffieren. Das ist dann schon, das macht das Ganze aus und das macht das zu Hause auch, finde ich, so besonders. Die tägliche Arbeit und so, das ist immer wieder diese kleinen Highlights und immer wieder versuchen, irgendwie sich selbst zu überlegen, wie kann ich es dem Pferd so erklären, dass er im Prinzip weiß, was er machen muss. Und du sollst mich nicht beißen. Das ist, finde ich, das, was es so im Prinzip ausmacht. Mhm. Gerade das irgendwie, dass man das dem Pferd so beibringen kann und so erklären kann, dass es weiß, hey, ich weiß, was du möchtest und das zusammen machen wir das jetzt. Finden. Genau. Dass man da irgendwie den Schlüssel findet. Wir haben noch einen. Wir gehen noch mal jünger. 7 ist er und er heißt De La Vega. De La Vega. Das ist ja was richtig, richtig Besonderes in doppelt und dreifacher Hinsicht sozusagen. Ja. Warum? Erzähl uns die Geschichte. Ja, De La Vega, wir haben hier auch einen Zuchtstutenstall und De La Vega ist tatsächlich bei uns geboren. Meine Mutter und ich waren beide bei der Geburt dabei. Und das ist natürlich, irre, wenn du quasi weißt, wenn die Schnute und die Vorderbeine da rauskommen und quasi der erste Augenaufschlag und jetzt ist er auf dem Weg zur S-Dressur und man hat das alles mit ihm im Prinzip durchlebt und erlebt. Das ist einfach was unheimlich Besonderes und das ist nochmal was ganz, ganz, ganz Spezielles, wenn du wirklich die selber einfach hast aufwachsen sehen und bei der Geburt dabei warst, was ja immer jedes Mal irgendwie ein kleines Wunder ist und so und jedes Mal spannend. Das war einfach schon richtig toll. Und was ich noch sehr, sehr schön finde, ist, ich hätte jetzt fast gesagt, wie es zu dieser Produktion kam. Ja, stimmt, genau. Das war auch was ganz Besonderes und zwar, eigentlich ist es schon wieder, danke Dagi, ne? Er ist ja schon wieder mit im Spiel, weil
Ich habe damals zu der Goldmedaille oder zu unserer Euro, habe ich, sag mal, du bist doch immer Forscher, ne? habe ich von Familie Wahler einen Freisprung von De Niro geschenkt bekommen. Und das ist De La Vega. Und das ist auch ja nach wie vor, wie gesagt, Dagi hatte auch seine Finger im Spiel. Er steht auch sogar neben Dagi hier zu Hause. Und ja, er hat jetzt letztes Wochenende seine ersten 2-Sterne-M gewonnen. Und bei ja, Schnee. Bei Schnee, genau. Das war auch ein Highlight. Da fährst du aufs erste grüne Saisonturnier nach draußen und kommst an und es schneit. Das war richtig toll. Aber gut, er hat sich zusammengerissen und ja, und ich habe ihm schon gesagt, ob er wohl sich mit Dagi unterhalten hat, aber auf jeden Fall hat er ihm das Richtige zugeflüstert bisher. Wir haben eine Frage hier, die mich ehrlich gesagt selber auch sehr interessieren würde. Wir sind ja nun schon einmal quer durch dein Reiterleben galoppiert, mit vielen, vielen Highlights da drin. Welches ist so das absolut unvergesslichste Erlebnis, das Erlebnis Nummer eins? Jetzt sag nicht, du kannst dich nicht entscheiden, das gilt nicht. Das gilt nicht? Nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, ich kann mich aber nicht entscheiden. Okay, wir gönnen dir zwei. Zwei nur? Also ich muss sagen, dass ich dass es viele besondere Erlebnisse da gibt. Ich kann mich da, also ich würde sagen, sicher die Goldmedaille bei den jungen Reitern in Ermelo, weil das so der Klickmoment war mit Dagi. Aber ich möchte die drei von Kronberg, das waren auch total die Highlights. Und aber auch, ja, WM-Gold in Cannes. Ich habe ehrlich gesagt mit WM-Gold gerechnet, dass das zuerst kommt. Ja, auch. Aber dann würde ich fast eher noch sagen EM-Gold, weil das noch, ja, weiß ich auch. Warum ist totaler Quatsch eigentlich, weil WM hat ja einen viel höheren Stellenwert. Auf der anderen Seite war Herning ja extrem eng. Ich erinnere mich an den letzten Ritt von Helen, auf das der war alles der absolute Krimi. Wir saßen da, Silbergold, 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 Helen, du machst das. Ja. Ne? Und mit Tina zusammen, weiß ich noch wie heute, saßen wir beiden Hühner da auf der der Tribüne und wo sie es dann geschafft hat, sind wir da runtergerast und sind Helen um den Hals gefallen und haben sie auf Händen getragen, weil es einfach der Wahnsinn war, was sie da für einen Job gemacht das hat. Das war schon extrem. Was die cool, beiden da für eine Prüfung geleistet haben und ja, das war einfach irre. Das sind, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall der Hammer-Moment, auf jeden Fall. Ja, aber dann auch so ein Otto-Nörke-Preis mit ihm oder auch Weltcup-Sieg in Stuttgart mit Dagi. Mhm. Das, also, ich möchte mich da nicht festlegen. Also es tut uns leid, wir können die Frage nicht beantworten, aber ich glaube, wir hatten die Aufzählung von einer ganzen Menge tollen Erlebnissen. Also es war schon... Fabi, uns rennt die Zeit weg. Ich hatte genau das befürchtet. Ja. Aber du reitest ja in Anführungszeichen nicht nur. Das ist natürlich nicht so gemeint. Du hast auch studiert. Ja. Du hast einen Bachelor, du hast einen Master. Vielleicht im Schnelldurchlauf, was hast du studiert? Und du nutzt ja dieses Studium auch. Genau, ich habe also einen Bachelor in General Management gemacht, International Management. Und dann den Master in Real Estate Richtung Immobilien mich spezialisiert. Und habe dann vor einiger Zeit einen alten Hof im Prinzip umgebaut zu 8 Wohneinheiten. Und das hat mir total Spaß gemacht. Mhm. Und die habe ich jetzt alle vermietet und habe ganz tolle Mieter. Und das läuft total gut. Und die Wohnungen sind so schön geworden, dass ich hätte auch selber einziehen können. Und ja, also das hat echt, nee, das war toll. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass ich das nochmal mache. Also definitiv. Auch so als zweites Standbein und so, ja. Und nicht nur reiten, sondern auch mal ein bisschen was anderes machen. Mein junger Mann, du bist ganz schön forsch. Er wird jetzt vehement. Er wird jetzt vehement. Das heißt, du reitest deine 8 bis 10 Pferde am Tag? Genau, korrekt. Und danach kümmerst du dich oder hast dich um den Ausbau, jetzt um die Vermietung wahrscheinlich gekümmert? Ja. Und dann ist ja auch meistens noch so ein, zweimal, glaube ich, im Jahr, jetzt müssen wir doch kurz einen Schlenker gönnen wir uns. Fabienne hat hier Sachen an von Esperado. Sehr schick übrigens. Ein kleiner Gruß an Mirko, denn er denkt sich diese Sachen aus. Und den Gruß haben wir versprochen. Mirko, das wird teuer beim nächsten Treffen. Ja, definitiv. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, du hast neben diesen beiden Beschäftigungen, so nenne ich es jetzt einfach mal, sogar noch so eine dritte Nebenbeschäftigung als Model zweimal im Jahr. Ne? Zweimal im Jahr stehe ich noch für Esperado vor der Kamera.
Das ist ja was ganz anderes. Total ist das anderes. Cool? Macht das Spaß? Also mir macht das tatsächlich dann mal Spaß. Ist schon so ein bisschen komisch, weil man ist ja geschminkt wie mit so einer Maske. Also das ist ja sonst so jetzt eher also nicht Lächeln so Lächeln verboten? Oder? Ja, doch, Lächeln geht schon. Aber also das hält dann auch für eine halbe Stunde. Das hält dann, das bleibt dann so. Nein, Quatsch. Aber also es ist schon halt was ganz anderes, weil man einfach so fertig gemacht wird und so weiter. Und ich habe wahrscheinlich jetzt wieder auch die Reißverschlüsse nicht zu. Ne? Das ist auch immer ganz wichtig, dass das dann gut aussieht. Ach, Mist, und das so, hätten wir ja, vorher checken vorher müssen. Eigentlich, aber da war der Zucker drin, das ging jetzt nicht anders. Und ja, also es ist was ganz anderes, aber macht auch total Spaß. Und wir haben auch immer total spannende Locations, wo wir das dann machen. Sei es mal an einem alten Weiher oder dann in der Industriehalle oder irgendwie sowas, cool, was auch immer ganz cool ist. Und das macht mir total Spaß auch. Und redest du da auch mit, kannst du auch sagen? Also ich finde die Jacke, die kneift ein bisschen und die... Also die fragen mich dann schon, ob das irgendwie sitzt oder was ich dann gut finde oder nicht. Und genau, teste die Sachen dann auch mal und ja. Also du bist, dir ist selten langweilig. Nee, Langeweile, das ist ein Fremdwort. Und wenn, dann kommt Sissi raus und dann wird nochmal hinlegen geübt. Genau. Nee, Langeweile, das habe ich glaube ich, aber in meinem Leben auch noch nie gehabt. Das gab es noch nie. Ich hoffe, wir haben jetzt auch die Frage schon so ein bisschen mitbeantworten können, wie ein Tag aussieht. Jetzt habe ich noch eine Sache und ich gebe jetzt ganz ehrlich zu, das mache ich mal ganz am Ende. Denn wir hatten ja, ich habe schon gesagt, letztes Jahr war ein besonderes Jahr. Du hast geheiratet und der zweite ganz besondere Anlass war welcher? Das war die Verabschiedung von meinem Dagi. Das war schon sehr, sehr emotional. Ist es auch immer noch. Wir haben uns trotzdem erlaubt, dürfen wir kurz zeigen, auf oder? Auf jeden Fall. Wir werden einmal Revue blicken, denn du hast ja in Stuttgart und Stuttgart hatte einen Grund. Warum Stuttgart? Ja, in Stuttgart habe ich ihn quasi, da, also 2018, vor 10 Jahren, also habe ich ihn damals quasi entdeckt. Ja, das ist der Dagi Fabregas, ne? Ja. Boah, macht der das toll, ne? Guck mal, wie er den anguckt. Herrlich. Da habe ich ihn damals, haben wir ihn ausprobiert und quasi entdeckt. Und Stuttgart war immer Dagis Turnier. Also der hat da immer tolle Runden gedreht. Hat guck mal hier, siehst du das? Ja. Lachst und amüsierst dich, das war deine Abschiedskür. Das war meine Abschiedskür und ich habe da einfach so gelacht, weil der so Gas gegeben hat in den Einerwechsel. Und ich hatte nicht mehr groß Kontrolle, ehrlich gesagt, aber gut. Und ich eigentlich so für mich gedacht habe, Heidewitzka, wie soll das denn jetzt gut gehen? Aber es ging einfach, weil er es einfach... Ja, lieb, was er da tut und ich glaube, das konnten wir da auch nochmal zeigen. 18 Jahre jung, muss man sagen, und mit solchen gespitzten Ohren ist er da hat er nochmal Vollgas gegeben und ich kriege jetzt schon wieder quasi, genau, ja. Aber es war einfach unheimlich emotional, weil das Pferd hat mir so viel gegeben, dem habe ich so viel zu verdanken, sei es Menschen, die ich darüber kennengelernt habe, reiterlich so unglaublich viel gelernt, toll, Wahnsinn. Es ist ja gar nicht immer nur, natürlich, der Erfolg war der Hammer, aber auch, was ich zu Hause von ihm gelernt habe, was ich mit ihm erlebt habe, was wir, ich meine, wir sind zusammen auch irgendwo ein Stück weit in den Grand Prix-Sport reingewachsen, noch mehr in den internationalen. Ich habe vorher natürlich schon so ein bisschen U25 geritten, aber nicht so in der Form. Und was der mir für Türen geöffnet hat, dem habe ich so viel zu verdanken. Das ist, ich kann gar nicht genug Danke sagen. Aber ich glaube, das weiß er auch, denn er wird hier umhegt, umpflegt. Und ich glaube, er ist schon auch immer noch der King und das weiß er, oder? Ja, er ist der King und das wird er auch bleiben. Und der jetzt hat den absolut höchsten Stellenwert hier. Und er nutzt das auch aus, so ist es nicht. Also er sagt gerne, wo es lang geht und was er gerne hätte und wann und wie und wie viel. Und jetzt ist Streicheln gut, jetzt habe ich mal lieber meine Ruhe, jetzt möchte ich gerne um die Rennbahn und jetzt möchte ich dies. Also er weiß schon, was er will, aber wenn er das nicht darf, wer dann? Und der darf machen, was er will. Danke, hast gehört, kannst du noch eine Schippe drauflegen die nächsten Tage. Fabi, ein dickes, dickes Dankeschön schon mal, aber durch eins musst du noch durch. Ja. Am Ende einer jeden Sitzung, hätte ich jetzt fast gesagt, ja, wenn wir zu Gast bei sind, gibt es so eine Art Speed-Interview. Okay. Heißt, ich frage und du antwortest, ohne nachzudenken, zack, zack. Okay, okay. Gut. Ja. Also wir fangen mal ganz einfach an, das wissen wir eigentlich jetzt schon. Hengst oder Stute? Hengst bleibt ja nicht lang, genau, kann man ja, ist klar. Piaffe oder Pirouette? Piaffe oder Pirouette? Pirouette.
Wir gehen auf die berühmte einsame Insel. Was muss mit? Schokolade, Obstkorb oder Kiste Bier? Schokolade, definitiv. Hm, habe ich gewusst. Essen gehen. Mit Brad Pitt oder Cristiano Ronaldo? Brad Pitt. Einmal mitmachen bei DSDS oder Let's Dance? Let's Dance. Nicht singen, um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Okay, das will ich dann wissen wir das jetzt auch schon mal. Das will ich keinem antun. Das mit dem Tanzen wäre natürlich schön, wenn wir das jetzt bei Ingo rückversichern könnten, ob das klappt, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Da sage ich jetzt nichts zu. Nee. Fabi, vielen, vielen Dank. Wir haben eine sehr spannende Runde zu dritt, muss ich sagen. Ja, wir definitiv. Haben viel von dir gewusst, viel von dir gelernt jetzt. Ich würde mal sagen, wirklich ein dickes Dankeschön. Und wir sind sehr auf gerade eure beide Zukunft jetzt auch dieses Jahr noch gespannt. Wir geben alles, sag mal, ne? Das war es hier von uns. Wir waren zu Gast bei Fabian Müller-Lüttgemeier in Paderborn. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Ja, und dann würde ich sagen, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Der nächste Dressurgast, der ist am 6. Mai. Der nächste Springgast, jetzt muss ich ein bisschen lügen, Regie, ist nächsten oder übernächsten Montag. Jetzt bin ich ein bisschen schlecht informiert. Also 6. Mai, nächster Dressurgast und nächsten oder übernächsten Monat haben wir natürlich auch nochmal einen Springgast. Vielen Dank an euch und tschüss.